Hallo, da sind wir wieder. Wir spielen jetzt I am Brad. Ich habe das nur damals, als es populär war, beobachtet, habe es aber nie wirklich selbst gespielt. Und das war jetzt irgendwie ganz billig im PlayStation Shop. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt von der PS4 auf die Switch wechsle, spielen wir das noch. I am Brad. So, Story-Modus. Na, da bin ich mal gespannt. Küche. Montag, Küche. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt. Ah, ich will das jetzt nicht lesen, oder? Vielleicht ist es witzig. Behandlungshinweis. Herr Merton verbrachte den Großteil der Sitzung im Gespräch über seine Vergangenheit, vor allem über seine gescheiterte Geschäftsidee. Mertons Händler und die anschließende Scheidung von seiner Frau Barbara. Danach drohte er wieder dem Stadtrat mit dem hiesigen Welt der Teppiche. Am Ende der Sitzung erwähnte er dann noch voller Wut, dass er sich auf seiner Shoppingtour zu Tode essen wolle. Er scheint sich mit mehreren Stresssituationen auseinanderzusetzen zu müssen und konzentriert all seine Wut auf den Rat, von dem er immer noch behauptet, dass dessen Mitglieder für den Untergang seines Unternehmens verantwortlich sind. Mir scheint, dass sein aktueller Beruf als Straßenreiniger dieses Problem wohl verschärft. Ich habe vorgeschlagen, dass er seine momentane Situation akzeptieren und unbedingt eine positive Einstellung an den Tag legen soll. Wir haben eine weitere Sitzung für morgen gebucht. Die Shoppingtour soll ihn wohl zur Genüge ablenken, während ich nach möglichen Lösungen suche. Okay. Und jetzt bin ich ein Toast. Aha, ich verstehe. Ah, oh, ich hab die Butter kaputt gemacht. Shit. Okay, was? Okay. Was müssen wir denn machen? Wir müssen in den Toaster da hinten. Stimmt? Vielleicht beschmiere ich uns erstmal mit Marmelade. Ne? Damit wir auch lecker sind. Bevor wir in den Toaster gehen? Natürlich. Warum auch nicht? Okay. Sieht schon ganz gut aus. Wie wäre es noch mit ein bisschen Butter? Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber passt schon. So. Butter haben wir. Marmelade auch. Perfekt. Dann los. Okay, und ja. Gut. Soweit, so gut. Boah. Wir dürfen, glaube ich, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, nicht den Boden berühren, sonst werden wir dreckig. Wir müssen sauber in den Toaster kommen. Sauber und genießbar. Ich versuche gerade, dass wir das irgendwie hinkriegen. Okay, Achtung. Nein, wo bin ich? Okay, hier festhalten. Alles andere loslassen. Ich stecke irgendwie fest. Ah, komm schon, Toast. Du schaffst es. Ich schaff's nicht. Doch, er schafft es. Toast? Ja. Ausgezeichnet.
Und. Okay. Oh, jetzt stecke ich aber blöd in der Patsche hier. Okay, Achtung. Ja. Gut. Okay. Okay. Oh, Mann. Es ist so, ne, das ist so ein typisches Spiel wie Octodad oder sowas, wo der Humor, der Spaß aus der bescheuerten Steuerung kommt. Nein! Ich kann nicht so lang greifen, das ist das Problem. Ah, wir werden so schmutzig und eklig. Wenn der Stuhl nicht wäre. Es wäre alles gut, wenn der Stuhl nicht wäre. Ah, shit. Okay, jetzt habe ich einen guten Rhythmus. Ah. Oh, oh Gott. Oh, der Weg ist noch so weit. Aber über den Kühlschrank schaffen wir es. Das Spiel ist so super. Sind das Ameisen? Oh oh. Ich schätze mal, da sollten wir auch nicht rein, oder? Ah, jetzt weiß ich, woher ich das Spiel kenne. Ich habe einen Speedrun bei Awesome Games dann Quick gesehen. Da hat der das Brot mit irgendeinem Trick quasi innerhalb von Sekunden über die Küche katapultiert. Da kann ich mich jetzt wieder erinnern. Genau, so war's. Speedrun. Okay, voller Ameisen, voller Dreck, immer noch genießbar. Perfekt. Ist ja auch voller Marmelade und Butter. Das gleicht es wieder aus. Oh, ich kann mich nicht ewig festhalten. Wir müssen uns beeilen. Nein, falsch. Ja, warte. Okay, ja. Komm. Oh. Okay. Und jetzt? Ah, das ist auch okay. Warte. Nein, das ist nicht okay. Nein. Okay. So. Okay. Okay. Puh. Na? Okay, das sieht doch ganz gut aus. Das macht wirklich Spaß. Bescheuert, so bescheuert es ist. Gerade weil es so bescheuert ist. Das wird aber jetzt nochmal hart am Schluss. Oh, das wird wirklich nochmal schwer. Ich versuche jetzt, dass ich uns hier über die Kante schleudere mit Schwung. Weiß nicht, was da für komische Bohnen an uns dran kleben übrigens, aber okay. Okay, und? Ja! Oh oh! Nein! Doch, okay. Shit, das wäre beinahe knapp gewesen. Ja. Aha. Na komm, in den Toaster. Ja. Ja? Zählt das? Nein, zählt noch nicht. Komm schon, falsch. Äh.
Ich weiß nicht, wie wir da jetzt reinkommen sollen. Aber ich muss doch in den Toaster, oder? Ich wüsste nicht, wohin sonst. Okay, warte mal. Ich habe einen Plan. Moment. Ach, come on. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh Gott. So kurz vom Ziel und doch so weit entfernt. Das gibt's doch nicht. Muss ich wirklich in den Toaster? Das ist nur so eine Theorie von mir. Vielleicht stimmt's ja gar nicht. Ah, das kommt mir so schwer vor. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Also, ob das so sein muss. Aber wohin muss so eine Scheibe Brot sonst? Das ist quasi Naturgesetz. Oder? Aber wie denn? Ja! Oh, wir müssen wieder raus! Ach, nee, passt schon. Okay. Rang E, perfekt. Nächster Tag, Wohnzimmer. So bescheuert. So genial. Ach, komm, ich will das nicht lesen. Überpünktlich behauptet, dass jemand in sein Haus eingebrochen ist. Es gab jedoch keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Räuber befanden sich anscheinend nur in der Küche. Die Polizei hat sich natürlich nicht im wiederum fest davon überzeugt, weil das der Stadtrat dahinter steckt, wurde und mit Rat auch die Polizei. Dreimal musste ich ihm subtil zu erkennen geben, dass seine 60 Minuten vorbei waren. Ich riet Herrn Merton, einen kleinen Kopf zu bewahren und seine Küche aufzuräumen. Dabei war es Brot. Alles ins Wohnzimmer zu befördern, sollte seinem Gedächtnis wohl auf die Sprünge helfen. Ist sehr besorgniserregend und so weiter. Okay. Er dreht quasi durch, weil sein Toast sich gegen ihn verschworen hat. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich schätze, wir müssen uns einfach toasten, aber wie? Das ist eine Klimaanlage. Der Teppich, ey, der sieht aus. Ich wüsste nicht, wie wir uns sonst... Kann ich vielleicht da hochklettern und die Lampe anmachen und an der Glühbirne und toasten? Oder ich gehe in den Videorekorder rein. Keine Ahnung, ob ich das... Ach, keine Ahnung. Ups. Ups. Okay. Nein! Oh, ich wollte auf dem anderen Brot quasi, ne? Auf dem anderen Brot wollte ich rüber surfen. Zur Couch. Der Boden ist Lava in I Am Bread. Oder so ähnlich. Der Boden ist Schmutz halt. Hä? Jetzt ist keine Butter im Topf mehr. Guck mal. Interessant.
Ach, stark ist man nicht unbedingt. Ich kann den anderen Toast nicht mal heben. Sachen runterwerfen ist jetzt meine Taktik gerade. So, warte mal. Aha. Und? Ah. Okay. Ich weiß selber nicht, was ich da tue. Vergib ihnen, oh Herr. Okay, Brot festhalten und jetzt. Ja. 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 Oh, es ist zu. Es geht nicht. Das Brot ist zu schwer. Und wenn ich stattdessen. Ich habe einen Plan. Hallo, Timson. Ja, genau, Frühstück. Wir versuchen Frühstück zu machen. Ich versuche den Toast zu toasten. Irgendwie, aber wie soll ich den im Wohnzimmer toasten? Das allein ist schon ein Rätsel. So, Achtung. Jetzt komm, Brot. Jetzt schmeiß ich dich runter. Dann habe ich da eine riesen Plattform unten. Okay, das ist schon mal gut. Wenn wir das Brett runterschmeißen könnten, das wäre natürlich spitze. Wartet mal, ich halte mich hier mal fest und... ich kann mit dem Brett runterrutschen. Oh, das ist gut. Oh, ich habe Angst, dass das Brett... Ja, das habe ich befürchtet. Okay. Nein! Warum? Warum denn? Warum hat denn das nicht funktioniert? Das hätte funktionieren sollen, meiner Meinung nach. Ah, dann versuche ich was ganz anderes. Die 3-Sekunden-Regel. Ja, leider zu lange auf dem Boden gelegen. Verdammt. Also, ich schätze, ich muss zur Klimaanlage. Einfach vom Level-Design her. Über die Couch, übers Regal. Hier über die ganzen Regale, über die Möbel, Fenster, dann hier. Ja genau, dann kommt man zur Klimaanlage. Und wahrscheinlich kann ich mich da toasten. Hä? Was ist denn da jetzt? Da glänzt irgendwas. Da ist irgendwas Besonderes. Ist da ein, du stellst dich so blöd an, hier nimm dieses Super-Item-Bonus. Könnte ich nämlich brauchen. Ich stelle mich nämlich wirklich dumm an. Komm her. Was bist du? Ah, jetzt kann ich unendlich greifen, tatsächlich. Na, immerhin. Das ist ja schon mal nett. Das dürfte schon mal helfen. Darf ich auf die Box da, vielleicht? Jetzt haben wir eh wieder ein Problem hier. Ups. Ist noch gut. Kann man noch essen. Ach, ich darf jetzt auch schmutzig werden. Okay, das ist jetzt der Very Easy Mode. Ich versuche trotzdem so unschmutzig wie möglich zu bleiben. Okay, warte mal. Ich habe versucht, mich gegen die Couch zu schleudern. Das hat gut funktioniert. Ah, ich krieg das nicht hin. Okay, warte mal. Die beiden Schultertasten. So, die beiden linken, meine ich. Ja, okay. Wir sind wenigstens auf der Couch. Das ist schon mal gut. Oh, ich stecke irgendwie fest. Okay. Oh, Hilfe.
nur die linke. Ja, genau, so machen wir es. Ah, nein, ich war schon oben. Was ist denn da passiert? Okay. Whoop. Oh oh. Läuft doch ganz gut. Wie viel von den 24 Stunden schon geschafft? 14, fast 15. Genau, um 2 Uhr haben wir, um 14 Uhr haben wir angefangen. Oh, könnte ich das Skateboard benutzen, um damit durch die Gegend zu fahren? Wahrscheinlich. Okay, dann versuche ich jetzt mit dem Skateboard zu fahren. Wenn wir eh unendlich dreckig werden dürfen, oder? Dann nutzen wir das jetzt. Okay. Yeah! Nee, warte, Skateboard, ich will mitfahren. Ich komme nicht hinterher. Aber es wird theoretisch funktionieren. Ich glaube, es gibt hier leider keine Tomaten. Schade. Lachs glaube ich auch nicht. Willst du zufällig ganz viel Staub, Krümel und Flusen? Damit könnte ich dienen. Oh, das war eine gute Fortbewegung. Muss ich mir merken. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Shit, ist dieser Toast schon widerlich. Ach so, ich dachte kurz, das ist das Katzenklo. Ich habe mich schon gewundert, warum der Ball drin liegt. Aber manchmal passiert sowas beim Katzenspielen. Habe ich mir gedacht. Da. Ich finde das selbst im Unsterblichkeits-Cheat-Mode noch ziemlich schwer, das Spiel. Ah, muss ich es erst einschalten? Vielleicht ist das... Ja! Das hat funktioniert. Und jetzt? Ah, Mist.
Nee, warte mal. Ich halt nur die linke gedrückt. Ich muss wegen der Steuerung so lang nachdenken. Oh, guck mal, wir werden schon gut getoastet hier. Nein, ich kann mich nicht drehen. Okay, jetzt. Na, ein bisschen gut durch, aber passt schon. Geht schon noch. Alles im grünen Bereich. Da, geschafft. So. Köstlich. Da ist sogar ein bisschen Marmelade am Eck. Kann man noch essen. Oh, wie Gemeinheit. Gehen wir ins Schlafzimmer. Ach so, Toast mit Lachs. Ich habe Tomate mit Lachs gelesen. Aber Lachs gibt es leider auch nicht. Gibt nur Marmelade und Butter bis jetzt. Schande. Okay. Herr Morton wird immer paranoider, weil sein Toast seine Wohnung verwüstet. Kann ich aber verstehen. Ah, oh, Katzenfoto. Okay. Müssen wir mal erstmal hier rauskommen. Und ja! Aufs Bett. Oh, 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 oh. Okay. Wo wäre hier theoretisch eine Stelle, wo wir uns toasten könnten? Wo wir Hitze generieren können. Schauen wir mal. Ihh, Pflaster! Es ist widerlich. Die Lampe, die ist an. Oder ist die an? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, wir sind jetzt schon nur noch 24% genießbar. Ich dachte, das passt schon. Wahrscheinlich müssen wir da hinten... Ist da ein Bügeleisen? Da ist ein Bügeleisen. Da müssen wir ziemlich sicher hin. Oh Mann, wie sollen wir denn da hinkommen? Die Wände sehen unbedingt... Also eigentlich auch nicht so aus, als sollte ich an denen langkriechen, ehrlich gesagt. Nee, das passt schon. Ich muss mich hier konzentrieren. Das ist schon... Da bleibt man wach. Da ist sogar Blut an dem Pflaster. Es ist wirklich widerlich. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Was dachte ich denn, was passiert? Also nochmal. Hey, da sind Silberfische auf dem Bett. Ist der Teppich sauber? Kann ich auf den Teppich gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf die Wände sollte ich auch nicht gehen. Hier, den Weg sollte ich gehen. Aufs Bett gehen ist von Anfang an schon die falsche Entscheidung gewesen, glaube ich. Aber auch die Boxen sehen so dreckig aus. Darf ich wirklich auf die Boxen, wenn die so widerlich aussehen? Bin mir dann nicht sicher. Okay, wartet mal. So, jetzt. Und... Ah! Ja, ist schon kein Problem. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay.
Geht weg, Bücher! Der Toast des Todes wird euch vernichten! Ja! Oh, ich kann mich nicht mehr halten. Okay, ich glaube, das Glas hat uns gerettet. Die Flasche. Da. Okay. Ich habe vergessen, dass wir Ausdauer haben. Also nicht unbegrenzt vor allem. Es lief so gut. Oh, damn. Es lief doch so gut. Oh. Verdammt. Oh, ich krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Silberfische in meinem Bett. Ein Lied von die fetten Brote. Tja. So, wo ist mein Unsterblichkeits-Device, den ich brauche? Da ist er. Mal schauen, ob wir es schaffen, da hinzukommen wenigstens. Das ist schon schwer genug. Ich finde, wenn wir das geschafft haben, bin ich schon froh. Yes! Okay. Puh. Das hätten wir. Immerhin. Okay, wartet. So. Genau. Theoretisch mit unendlich Klettern könnte man wahrscheinlich sogar über die Decke klettern, oder? Bestimmt. Hallo, Nerdfaktor. Warum ist der Chat leer? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, das ist es nicht normal, dass wenn du neu reinkommst, dass der Chat für dich leer ist und sich erst ab jetzt füllt mit zukünftigen Nachrichten? Ich glaube schon. So, was machen wir denn jetzt? Ja, das stimmt auch. Und zweitens ist es halt 5 Uhr morgens. Das darf man auch nicht vergessen. Das kommt noch hinzu. Was mache ich hier eigentlich? Warte mal. Machen wir mal so. Oh ja, ich hab die Wand. Keine Ahnung, was wir hier machen. Ah, wo fallen wir hin? Ich finde, also das ist echt so verwirrend. Erstens, weil ich sowieso eine Links-Rechts-Schwäche habe. Und zweitens, weil die Tasten und so, es ist schwierig. Aber macht irgendwie echt Spaß, weil es so bescheuert ist. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind für das Spiel, dass man Brot steuert, dass ich selber toasten soll.
Bam! Brot hasst Pflanzen. Ist allgemein bekannt. Wahrscheinlich, weil es sie daran erinnert, dass sie selber mal pflanzlich waren. Als sie noch als freies Getreide die Wiesen und Felder der Landwirte erobert haben oder so. Jetzt sind sie nur noch ein Produkt. Marmelade auf dem Toast. Wer stellt denn da oben neben sein Skateboard Marmelade hin? Finde ich gut. Okay, genug Marmelade, finde ich. Man soll es nicht übertreiben. So. Links, rechts loslassen, okay. Ja. Okay. Ja, okay. So, ja, okay. Machen wir. Vor dem Toasten, natürlich. Vor dem Toasten wird Marmelade draufgeschmiert. Ah! Na super. Und dann kommen erst die Flusen. Ha, darf man wirklich auf dem Teppich sein? Nee, oder? Ich werde schon ein bisschen eklig. Wie soll man denn da überhaupt ans Bügeleisen? Also ich verstehe nicht, wie man dieses Spiel ohne diesen Unsterblichkeitsmodus, den man nach zweimal Scheitern kriegt, schaffen soll überhaupt. Wirklich, das ist ja Hardcore. Oder ich check die Steuerung einfach so gar nicht und man kann in Wirklichkeit viel cooler springen oder so, wenn man es richtig timet. Ah, blöder Türgriff. Noch 9 Stunden. Das mache ich hier mit links. Vielleicht versuche ich es lieber gleich aufs Bügeleisen zu klettern, auch wenn mir das echt schwer vorkommt. Oh Mann. Nee, das kommt mir echt schwer vor. Oh, ich habe... Ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, jetzt habe ich den Plan zumindest. So, jetzt passt auf. Das wird großartig. Nee, so, genau. Background Music macht sie fertig. Kann ich verstehen irgendwie. Ah, super, jetzt stecke ich hier fest. Na komm. The Hunt for Bread October. For Bread October. Ich verstehe. Ach ja. Oh, das ist aber eine Oldschool-Tastatur, ne? Das sieht so nach C64 aus. Ja! Nein! 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 Ach, komm schon. Gibt's doch nicht. Ja, okay. Warte mal. So. Okay. Nein, 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 nein. Was ist denn jetzt los? Brot, was machst du denn? Brot, was hast du gemacht? Aha. Gut. Glaube ich. Okay, jetzt ist alles kaputt.
Gut. Okay, und jetzt muss er fallen, der Stuhl. Das wäre gut. Okay, und... Ja! Und... Ja! 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 Das funktioniert voll gut. Okay. 1%. Ja, ist schon langsam. Unser Toast wird getoastet. Warte mal. Das kriegen wir besser hin. So. Ah, ups. Mhm. Perfekt. Und andere Seite auch noch. Hallo Chaos. Ist auch noch wach. Ob ich einen Lieblings-Resident Evil habe? Der vierte Teil ist definitiv mein Lieblingsteil. Und ich glaube, dann kommt der zweite, dann kommt das Remake vom ersten, das HD-Remake, also das GameCube-Remake. Und dann kommt Code Veronica, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Ach komm, jetzt toaste dich doch. Warum toastet er sich denn nicht? Toaste um dein Leben. Ah, falsche Seite. Ah. Ich bin kein guter Toastmeister. Was mache ich da eigentlich? Das könnte man... Das ist... Die Frage kann man bei dem Spiel durchaus stellen. Was zur Hölle mache ich da eigentlich? Warum bin ich Toast? Und versuche mich in dem Wohnzimmer am Bügeleisen zu toasten. Erfolglos. Was ist da schiefgelaufen? Bei wem? Dass sowas passiert ist. So ein Spiel. So. Reicht das jetzt? 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Perfekter Toast. So ein bescheuertes, cooles Spiel. Okay, machen wir noch ein Level, glaube ich. Aber dann ist Schluss. I am loading. Finde ich auch lustig, dass im Ladebildschirm von I am Red steht, I am loading. Der Story Mode. Nicht ins Wasser fallen. Das ist bestimmt nicht gut für den Toast. Das ist bestimmt nicht gut für den Geschmack. Ich komme da nicht ums Eck. Ja, schnell. Okay. Dann können wir erstmal unser Greifen regenerieren. Das war ein wichtiger erster Schritt. Wie kommen wir denn uns hier überhaupt irgendwie... Da ist ein Föhn. Vielleicht können wir uns mit dem Föhn tösten. Und neben dem Föhn ist eine Heizung. Beides heiße Anlaufstellen, finde ich. Okay.
Oh. Ich schaff das nicht. Wenn ich mal am Boden bin, komme ich nicht mehr hoch. Ist das gemein. Ein Nerdfaktor. Ja, das war nur ganz kurz. Die Merlin hat nur kurz übernommen, damit ich was essen konnte. Das war nur eine Dreiviertelstunde oder sowas. Das war nicht lange. Zero fand ich auch cool. Das hat mir auch gefallen. Ist noch zu 50% genießbar. Alles gut. Okay. Jetzt können wir hier mal kurz Pause machen und überlegen, wie es weitergeht. Am besten erstmal Ninja kicken, die Flaschen vom Regal. Komm schon, der Barteppich ist bestimmt in Ordnung. Ach, wieso denn nicht? Ich kann dir einen zubereiten. Ich bin da gut drin. Du solltest nur vorher bei dir ordentlich wischen und so den Boden sauber machen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. So, Unsterblichkeitstoast. Dann gehen wir jetzt einfach mal, schauen, ob meine Theorie stimmt. Dann wissen wir wenigstens, was wir tun müssen. Bis nächste Mal. Als ob ich das Spiel jemals wieder spielen würde. So witzig es ist. Aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, so, ach, weißt du was? Heute Abend, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit für mich habe, dann spiele ich I Am Bread durch. Das wollte ich schon lange mal zu Ende spielen. Ich will wissen, wie es ausgeht. Genau. Ah, warte mal, da unten ist eine Steckleiste. Vielleicht muss ich die sogar einschalten. Aber das ist ja voll gemein, wenn man erst hier runter muss, damit man die Steckleiste einschaltet. Ich schieb's immer weiter rein statt raus. Ah, jetzt halte ich's fest. Komm raus, Steckleiste. Wahrscheinlich brauchen wir dich für irgendwas oder so. Keine Ahnung. Ja, streng dich an, Toast. Streng dich mehr an. Los. Du strengst dich nicht genug an, Toast. Wetten? Ich weiß nicht, ob wir die Steckleiste wirklich brauchen. Da steckt überhaupt nichts drin. Okay, so. Ich gehe jetzt mal da hoch. Also ich muss echt sagen, mir persönlich macht das mit Unsterblichkeitsmodus viel mehr Spaß, das Spiel. Ich würde zwar trotzdem gern versuchen, dass das Toastbrot nicht so eklig wird, aber ich schaff's halt einfach nicht. Okay. Oh ja, 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 ja. Okay, keine Ahnung. Gut. Geschafft. Der Föhn hat gar kein Kabel. Ist das so ein Wireless-Föhn? Der Huffenpuff. Das ist eine Harry Potter-Referenz. Der
Yes, nee, der Föhn, nee. Dann müssen wir wohl zur Heizung. Der Föhn macht irgendwie nichts. Ich kann schon versuchen, den Föhn runterzuwerfen. Theoretisch, nee, das ist echt, der ist zu schwer. Den schafft unser Brot nicht. Da. Ach, Mann. Wahrscheinlich kann man sich voll weit werfen, wenn man es richtig macht. Wow, das war gar nicht schlecht. Glaube ich. Ich finde es faszinierend. Okay, so. Aber die Heizung muss ich bestimmt auch erst anmachen irgendwie. Irgendwas mache ich wirklich, oder? Macht Geräusche auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob der Heater Boy schon heiß ist jetzt. Aber ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Oh, ich könnte versuchen, jetzt habe ich noch eine Idee. Ich weiß zwar nicht, wie man das ohne Cheat-Modus schaffen soll, aber wir könnten versuchen, die Steckdose vielleicht ins Wasser zu ziehen, einen Kurzschluss zu verursachen und uns dann knusprig zu brennen. Schade, ich finde die Idee war gut. Bin zumindest jetzt schon ziemlich gut im Steckdosenziehen geworden. Naja, okay. Aber ich glaube, das rote Licht von der Steckdose beleuchtet da immer noch das Eck von dem Kästchen. Cool. Ey, ich schaff das Level nicht mal unsterblich. I am Bread ist des Dark Souls der Brotsimulationen. Das traditionsreiche Genre der Brotsimulatoren. So, jetzt. Nix. Der Film bewegt sich einfach nicht. Komm schon, Föhn. Mach was. Soll ich mal versuchen, da auf den Schalter vom Föhn zu gehen? Ja, das funktioniert. Na also. Schon werden wir getoastet. Ach so, nee, werden wir nicht. Und schon werden wir. Und schon. Und schon. Und schon werden wir schon getoastet. Hallo? Okay, stillhalten. Und schon werden wir getoastet. Ja, das stimmt. So. Oh, ich befürchte, wir liegen falsch. Werden wir nicht ordentlich durchgetoastet. Finde es aber auch immer super schwer. Fand ich schon beim Bügeleisen echt schwer.
Wie werden wir denn gerade von zwei Seiten gleichzeitig getoastet? Magic. Voll cool. Ich glaube, ich glitsch so komisch in den Föhn rein. Durch die Vase wahrscheinlich auch noch. Hilfe! Nein, das war falsch. Wartet. So. Werden wir hier mal fertig auf der Seite. Okay. Jetzt müssen wir uns umdrehen. Und die andere Seite auch noch toasten. So, ich rutsch mal einfach hin so. Und jetzt mit den beiden L-Tasten. Bam! Das dürfte klappen. Perfekter Staub- und Flusentoast. Nee, ich will jetzt nicht noch in die Garage. Jetzt gehen wir mal zurück ins Hauptmenü, weil ich habe gesehen, dass es noch andere Modis gibt. Vielleicht schauen wir uns die noch kurz an. Zum Beispiel... zum Beispiel das Bagelrennen. Mache ich mal das Bagelrennen. Die Modis schauen wir uns jetzt noch an, glaube ich. Sind scheinbar die gleichen Level, nur mit anderen Brotsorten. Ja. Okay. Oh Gott. Ich muss da runter, glaube ich, ne? Okay. Yay! Wow, okay, cool. Jetzt kommt die Stelle wieder. Die haben wir schon... Ah! Yeah! Nein! Ah! Yeah! Okay, ich glaube, mit dem Bagel müssen wir nicht in den Toaster. Schauen wir uns mal Randale mit I am Baguette an. Müssen wir bei Randale so viel wie möglich kaputt machen. Mit einem Baseballschläger Baguette. Geht beides mit B los. Baseball Baguette. Zerschmettere alles, tatsächlich. So, den habe ich gezeigt. Ich krieg's irgendwie nicht ganz hin. Oh ja! Oh Gott! Das ist genial. Baguette ist wütend. Baguette Smash.
Ach ja, Hemd mit Baguette würde ich mich aber nicht anlegen. Das ist ganz schön übel drauf. Ja, komm. Okay. Mit Style. Da können wir noch mehr zerschmettern. Ja. Wow, das erste Mal, dass ich ein D geschafft habe. Sehr gut. Ah, das weiß ich nicht. Wie der Busch bei Bernd das Brot heißt. Da gab es doch noch einen Charakter, auch das weiß ich nicht mehr. Na gut, dann schauen wir uns noch Käsejagd an mit einem Knäckebrot. Was müssen wir jetzt machen hier? Käse finden offensichtlich. Mit einem Knäckebrot. Ah, und mit einem Knäckebrot müssen wir ganz bleiben. Nicht sauber, sondern ganz. Ich verstehe. Das ist quasi die. Oh, hier muss man besser aufpassen. Das ist lustig. Das heißt, ich darf sogar am Boden rumrutschen als Knäckebrot. Das ist alles kein Problem. Nur kaputt gehen darf ich nicht. Ja, jetzt werde ich müde, aber das habe ich eh gewusst jetzt. Ist klar, um die Zeit ist eigentlich höchste Schlafenszeit bei mir. Wenn jetzt dann die Sonne aufgeht und es nicht mehr Ruhestörung ist, wenn ich rumschrei, mache ich das Fenster wieder auf, da kommt frische Luft rein, das wird mir helfen. Oh, ich glaube, ich habe Käse gefunden. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Hauptmenü. Ich glaube, ich hätte nicht mal eine 9-Volt-Batterie. Leider. Schwerelos mit einem Vollkorn. Schauen wir mal, was einem Vollkorn so macht. Wählt ihr zu. Was? Okay, schwerelos ist wirklich schwerelos. Ne? Mit Düsen. Kann ich auch irgendwie, oh mein Gott, das ist ja unmöglich zu steuern. Ich weiß nicht mal, was hier los ist. Aber es ist ziemlich witzig, auf jeden Fall. Das ist schon.
müssen quasi in den Toaster fliegen mit unserem Toast-Raumschiff. Der Broadman Sky. Das ist eher Kerbal Brood Project. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, in den Toaster zu kommen. Das macht schon ziemlich Spaß jetzt. Wie drehe ich denn den Toast? Geht irgendwie, weiß ich gar nicht. Naja, der Toaster dreht sich ja auch. Vorsicht, wartet mal. Ah! Macht Sinn. Nein, falsche Richtung. Ja. Yeah. Und wir haben Toast im Toaster. Yeah. Vollkorn. Das ist ein cooler Modus. Der macht mir Spaß. Oh Gott, oh Gott. 5.30 Uhr und genau. Und was soll ich denn sagen? Ich spiele das auch noch. Achso, und da gibt es nur noch den freien Modus. Na gut, okay. Dann sind wir fertig mit I Am Bread, würde ich sagen. Cooles Spiel. So, dann baue ich jetzt mal um von... Na, haben wir über eine Stunde wieder rumgebracht mit I Am Bread. Dann baue ich jetzt um von PS4 mal auf Switch. Dann brummt die PS4 nicht mehr so im Hintergrund und heizt das Zimmer auf. Und auf der Switch habe ich einige kleine Spiele zusammengekauft, die, glaube ich, teilweise echt ganz cool und interessant sein könnten. Mal schauen, was wir jetzt spielen. Auf was ich Bock habe. Mal schauen, spontan. Sehen wir gleich. Seht ihr gleich. Ich baue schnell um, bin gleich wieder da. Bis gleich. 5 Minuten oder so.